Hallo, willkommen zu einem neuen Video, Kritikvideo und Reviewvideo auf meinem Kanal. Ja, wie ihr schon am Thumbnail erkennen könnt und was es in dem Video jetzt geht. Ja, ich habe von einem Abonnenten diese beiden DVDs bekommen. Kanal 309. Und er hat sich gewünscht, dass ich darüber Kritikvideo mache und wie ich die Filme finde. Ja, also wie ihr schon dieses Video hier seht, sind alle Episoden von diesen DVDs auf Schwarz-Weiß. Darum habe ich das jetzt in Schwarz-Weiß gemacht. So kommt das vielleicht besser rüber. Also fange ich an mit dieser DVD 1 bis 3. Das sind drei Episoden drauf. Jede Episode geht so 12 bis 15 Minuten und hier wird ganz klar die Sadomaso-Szene bedient. Ganz klar die Sadomaso-Szene und es sind auch ganz klare Fetischporno. Nichts anderes. Es hat mich nicht geschockt. Diese Episode hat mich nicht geschockt. Da wird einfach nur rumgepoppt. Darum, dass immer ein Typ, immer der gleiche Typ ist da mit den Frauen am Gange. Das ist immer ein Typ, der hat einen Ring zwischen dem Penis, also der hat einen Ring dazwischen. Also den siehst du in jeder Szene, den erkennst du in jeder Szene wieder. Also hier wird ganz klar die Porno, Fetischporno bedient. Da haben die ganzen Leute immer Masken auf, so eine gruseligen Masken. Das fand ich, also das hat mich nicht geschockt, weiß nicht, was das sollte. Aber es ist eine ganz bestimmte Szene, wird hier bedient. Also nicht meine. Ich habe die jetzt nur mal bekommen. Ich habe mir die mal angeschaut und das reicht dann auch. Einmal schauen reicht. Ich brauche mir die nicht nochmal anschauen. Ja, und dann sind immer so ein ekliger Sound dabei. Und immer nur, und dann sind die Frauen sind da gefesselt. Die Frauen sind gefesselt. Und immer mit Masken auf, mit so einer Schweinemaske oder mit, also, es gibt Leute, die stehen auf sowas, wirklich, es gibt Leute, die stehen auf sowas, aber mich hat es irgendwie nicht angemacht, ich mag ja Pornos, ich mag ja Pornos gucken, aber nicht so in dieser Art und Weise. So die normalen Pornos halt. Die normalen. Und nicht so, wie es da gezeigt wurde. Das ist nämlich Hardcore-Porno. Wo ganz klarer Fetisch ist. Ja, also hier. Diese DVD erstmal. Jo. Dann kommen wir zum. Jetzt habe ich noch 7 bis 9, glaube ich, soll das heißen. Hier. 7 bis 9, die mittleren bekomme ich noch von ihm. Und wenn ich die bekommen habe, kann ich immer noch ein Video machen. Und hier, in der letzten DVD, weiß nicht, die ersten beiden Episoden ist Techno-Mucke, was eigentlich ganz cool war. Ich habe da richtig so mitgemacht, ein bisschen mit Techno. Und der war natürlich, und der kam noch Rituals vor auf der dritten DVD. Rituals, die fand ich auch ganz cool. Kam cool rüber, so ein bisschen Horroratmosphäre kam da auf, in den Rituals. Also, da waren immer nackte Frauen. Erst sind die angezogen, ziehen sie ganz schnell aus und dann wird da nur rumgepoppt. So, und, also da siehst du alles. Da wird alles gezeigt, sind da auch die Uncut-Fassungen. Und ich glaube, in die letzte Folge, die ist denn. Und dann wird dann immer gefilmt in so einem alten Gemäuer, also alten Wohnungen, die runtergekommen sind. Die sind runtergekommen, die Wohnung, und dann alles so auf dreckig und so. Und dann gucken auch immer die Leute immer in die Kamera, wenn sie gerade beim Sex sind, gucken die in die Kamera mit den Masken. Ja, das ist ganz normal, das ist die ganz klare Sadomaso-Szene. Also ich bin da nicht drin, mich hat es nicht angemacht. Ja, also, weil ich das sagen wollte, am besten hat mir gefallen das Bonusmaterial. Weil in dem Bonusmaterial,
Das war so crazy, das Bose-Material. So ein bisschen, das hat mich viel besser gefallen, das Bose-Material. Also ich habe alle das durchgeguckt. Mir hat's, also mein Fazit, mir hat's, naja, hat es mir gefallen, hat es mir nicht gefallen. Mittelmäßig, ich fand es okay, ich fand es gut, wie sie das gemacht haben. War auch gut, wie sie das gemacht haben, genau. Das haben sie alles gut gefilmt und so. Es waren viele Schnittszenen, immer von einem Schnitt zum anderen. Zack, 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 immer hin und her. Ja. Ja, und dann wurde immer angepinkelt, haben sie sich. Und dann hat man auch gesehen, wie der Frauen, dass die Kot-Titten rauskamen und so. Alter. Und ja, also ganz, ganz klare Szene wird hier bedient, meine nicht. Naja. Muss mir auch nicht so gefallen. Also Highlights gibt es da nicht zu sehen. Irgendwelche Highlights. Also Gore gibt es da nicht. Ist einfach nur Porno. Die ganz normale Fetisch-Porno, wie ich schon gesagt habe. Jo. Mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. Es ist darum nicht einfach zu machen, das Video. Ich habe mir auch überlegt, wie mache ich das Video? Was erzähle ich und so. Okay. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.